Zu den ersten ostbayerischen Opfern des österreichischen Erbfolgekriegs im Schicksalsjahr 1742 zählten nach der Stadt Passau die Leute in der Gegend um Neukirchen vom Wald. Auf ihrem Weg nach Nord zerstörte die Pandurenschar das Schloss Witzmannsberg, bevor sie nach Fürsteneck weiterzog. Der Adelssitz stammte aus dem 14. Jahrhundert und war 1688 zum Schloss umgebaut worden. Nachdem die Freischärler unter ihrem Anführer Trenk das Schloss niedergebrannt hatten, wurde die Ruine 1848 ganz abgebrochen. In den Überlieferungen werden die Region und ihre Bewohner bereits vor dem Einfall der Panduren als arm und rückständig beschrieben. Die Lebensbedingungen waren hart. Nur unter größten Mühen konnten die Menschen dem Waldgebirge das Nötigste zum Leben abtrotzen. Die Situation für die Landbevölkerung verschlimmerte sich durch den österreichischen Erbfolgekrieg dramatisch. Marodierende Truppen, die hohen Abgaben an die Herrscher und die harten Lebensbedingungen forderten ihren Preis.